Servus, grüezi und hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zum zweiten Teil unseres angetesteten Videos zu Underworld Ascendant. Das, was ich gestern aufgenommen habe, der erste Teil, der kam ja zum Release des Spiels raus am 15. November. Dieser Teil, den wir jetzt hier aufnehmen, ist ungefähr 24 Stunden später, nämlich am 16. November am Abend, und ich hatte den ganzen Tag Zeit, Steam-Reviews zu lesen. Und es ist eine Katastrophe. Auf Steam hat das Spiel bei 110 Bewertungen oder ja ungefähr so um die 38-39% Zustimmung. Damit ist es größtenteils negativ. Ein katastrophaler Wert. Richtige Tests habe ich im deutschsprachigen Raum noch nicht gelesen, außer im Preview auf Gamers Global, das aber gut war. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen entsetzt. Die meisten sagen, dass das Speichersystem Schrott ist. Ob es ein Bug oder Feature ist, weiß man aktuell noch nicht. Aber es ist so, wenn man abspeichert und dann lädt, dann ist man wieder am Anfang des Levels. Und zwar so am Anfang des Levels, dass man auch gar nichts in dem Spiel gemacht hat. Also quasi alles, was man gemacht hat, ist weg. Und das habe ich ausprobiert und es stimmt wirklich, denn wir stehen ja wieder hier oben an der Treppe und mein Spielstand war aber unten irgendwo. Also mit anderen Worten, ich kann jetzt den ganzen Krempel nochmal spielen. Das ist ja echt ein Megaschrott. Viele bemängeln auch die schwammige Steuerung, das kann ich ja auch bestätigen, die ist wirklich schwammig. Jetzt hier gerade die Treppe runterlaufen, ist keine schöne Erfahrung. Was ich weiterhin sage, ist, grafisch gefällt es mir echt gut. Sieht sehr plastisch aus und überhaupt bisschen comichaft, ja, aber nicht zu übertrieben bis jetzt. Steuerung an sich, ja, ich weiß nicht, also das ist eine Gewöhnungssache, denke ich mal. Prinzipiell finde ich aber gut, dass man Sachen durch die Gegend schmeißen kann. Wisst ihr, was mich im Spiel eigentlich erinnert? Ist so ein bisschen Dark Messiah of Might and Magic, wenn ich ehrlich bin. Das ist ja also ähnlich mit dieser ganzen Physikgeschichte. Gut. So, Wasserflasche hochheben, ja. Ich weiß nicht, wie war denn das jetzt? Kann man das jetzt eigentlich ins Inventar tun oder nicht? Oder ja, weiß der Teufel? Ich darf dir nicht direkt verraten, wie du die vor dir liegenden Herausforderungen meistern kannst. Also was mich an dem Spiel ein bisschen stört, sind die Tipps. Die werden nämlich relativ schnell ausgeblendet. Der Jörg Langer meinte, dass er in dem Spiel relativ oft Geldbörsen gefunden hat, in denen kein Geld drin ist und er glaubt, dass das nicht normal ist. Ich glaube, wir hatten hier auch schon Geldbörsen gefunden, die alle leer waren. Wahrscheinlich das öfter vorzukommen. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Drücke E. Okay. Also der grüne Strahl ist quasi länger, wenn das, was ich hochhebe, nicht so schwer ist. Das verstehe ich jetzt mal so. Das Mineralerz ist, glaube ich, Geld, würde ich sagen. Oder also in den Mengen, in denen man das findet, kann es ja eigentlich nur Geld sein. Letzte Mal schon. Stoffsandalen. Hm.
Jetzt zum Beispiel da hochzukommen, ist ein bisschen clumsy. The wood is strong, hardy. Mit der Zeit könntest du es durchschlagen oder versuch's mit Feuer. Okay, kann ich irgendwas hernehmen, um es anzuzünden am Feuer? Mal gucken, ob das geht. Ja, okay. Verrat und Untergang. Versuch mit Feuer. Was soll denn das heißen? Versuch mit Feuer. Aha, jetzt. Das finde ich ja schon geil. Das ist wahrscheinlich das große Plus des Spiels. Dass man hier quasi alles manipulieren kann. So. So, wie komme ich durch? Ist der Rahmen verbrennt? Guck mal einen an. Ich versuch's mal. Ja. Okay. Die Frage ist natürlich auch, was alles muss man tun, also zerstören, damit man wirklich alles findet. Ausgestoßene können keine. Ausgestoßene können keine Magie anwenden. Anwenden. Können keine. Ha! Die Geheimnisse von An. Was ist das? Ein J? Oder was? Tors? Antors? Hoch werden. Mir Macht verleihen. Lass ab von deinem Vorhaben und folge meiner Suche nach Wissensschwester. Was haben wir da? Einen magischen Stab. Zauber bewege Pflanze, drücke Left Mouse Button, um ein hölzernes Objekt in die Luft zu heben und in deine Richtung. Es geht viel zu schnell, so schnell kann ich kein Schwein lesen. Das ist ernsthaft hier, was soll denn das? So, 3. Wenig Mana. Und nu? Zu wenig Mana und jetzt? Kann ich es wieder mit Feuer eindecken, das Ding? Oder was? Okay. Nimm diese Karte, folge der Markierung. Welche Karte? Welche Karte?
Ultima Underworld gab es, glaube ich, die allererste Karte, die man selber beschriften konnte. Deine Magiereserven werden wieder aufgefüllt, wenn du Mana findest. Mana-Fragmente schweben unsichtbar durch den stygischen Abgrund. Nur jemand, der sehr gut hört und sieht, kann sie finden. Nein, lass mich hoch. Was ist das? Ein Reißerkernorb. Obst. Mach ich damit? Aufgabefähigkeit, Hinweise. Konsumiere es, um mehr über dieses Objekt zu erfahren. So, jetzt habe ich es konsumiert. Und jetzt? Das Mana hier? Ich muss einsammeln, was kann ich damit machen? Was steht da? Sammle die Abgrundschlüssel. Lassen. Sammle die Abgrundschlüssel. Springe, bewege dich nach oben, Hochkante hochzuziehen, bewege nach vorne, um dich nicht in die Kante hochzuziehen. Was ist das denn für einer? Gar keiner, das ist einfach nur ein komisches Kristall. Alles ein bisschen dunkel hier, hä? Vielleicht die Helligkeitseinstellung doch anders machen müssen? Was ist denn mit dem anderen Tor? Das macht mich jetzt irgendwie nicht so glücklich. Sammle die Abgrundschlüssel. Ich kann das nur so interpretieren, dass ich das hier oben sammeln muss. Ich will dich nicht lehren, sondern dich zum Nachdenken bringen. Okay. Den Hebel muss ich irgendwie bedienen. Hilft mir der beste Zauberspruch nicht. Schließen. Jetzt nicht weiter. Die Tür ist auch aus Metall. Das bedeutet, vielleicht kann ich was werfen. Möglicherweise. Das könnte besser funktionieren.
Könnte, tut's aber nicht. Beziehungsweise ich habe gar nicht richtig getroffen. Vielleicht mit dem Kelch. Oh. Hard to reach. Eine Heldentat vollbracht. Achievement bekommen. So, da ist was aufgegangen. Guck mal. Was ist das denn? Fledermäuse. Die Unterhalle entdeckt. Hier in der finstersten Grube hat sich ein spezielles Ökosystem entwickelt. Irrwische verzehren Mana und erzeugen Sterne. Untote verschlingen Mana und geben nichts zurück. Nicht böse. Teil der Umgebung. Aber parasitär. Kabirus sagt es. Was ist das? Was? Als wir... Was? Ab hier wird der Pfad dunkler. Schwester, nimm dies, um den Weg auszuleuchten, aber verstecke es, wenn Kreaturen in der Nähe sind, sonst wirst du entdeckt. Draupnir. Schon wieder eine verschlossene Tür. Ob ich die einschlagen kann? Tatsächlich. Bin da zwar nach einem halben Krüppel, aber geht. Jetzt mal durch. Danke. Was ist das? Das schaut so komisch raus. Wahrscheinlich ist das nichts. Noch eine Kiste. Wasserpfeile. Wasserpfeile, das ist ja interessant. Wasserpfeile. Was sind das hier eigentlich? Mineralerze? Hä? Wasserpfeile kennen wir ja aus einem anderen Looking Glass Spiel, nämlich Thief. So, ich jetzt meine Gesundheit ruiniert für ein paar Wasserpfeile. Immer. Ich wollte dich heimlich herbringen, aber die Hallen vor uns sind voll von Ich werde dich führen, so gut ich es vermag. Wir brauchen dich, Aszendent. Wenn du ihn nicht aufhalten kannst, ist diese Welt verloren. Deine Welt ist verloren. Ki Iril Ut. Was? Das ist ein Gefängnis für uns alle. Was ist das? Noch ein Achievement. Oder ist das eine Quest?
Ist wahrscheinlich die Quest, aber ich habe für die Quest vorhin ein Achievement bekommen, das habt ihr noch nicht gesehen. So, jetzt haben wir einen Schlüssel, vielleicht für das Tor vorne. Ja. Gebiet entdeckt, der Niedergang des Diebes. Der Silberschössling, pflanze den Samen, wenn Gefahr kommt, wenn du stirbst, wirst du geheilt. Ah, da sind die Respawn-Punkte, okay. Ach, den kann ich tatsächlich. Aha. Und wo jetzt? Silberschüssling? Achtung, Schwester, okay. Pflanze den Samen. Ach, dahin. Wie kann ich das auch rückgängig machen? Ja. Aktivieren, was heißt aktivieren? Schmeißen oder was? Maklos bleicher Schildknochen? Ah, ist bestimmt zum Zuschlagen. Probieren wir es mal. Ja, war klar. Wahrnehmung wird von Licht und Geräuschen. Haben nutzt Wasser, Löschen, Feuer. Dunkelheit und Ablenkung waren hier meine Werkzeuge. Tolle Schwester, die Untoten sehen und hören. Wasserpfeil ist ja schön und gut. Aber kann ich die denn so schmeißen, oder? Hä? Habe ich einen Bogen am Start, oder wie? Wieso habe ich jetzt da einen Bogen am Start? Okay. Keine Ahnung, verstehe ich nicht. Ah, Mist. Ja, das erinnert schon sehr an Thief. Ohne Zweifel. Das ist die Wasserpfeile, die ich gerade verschossen habe. Jetzt los. Aua! Sieht mich doch gar nicht. Das ist ungerecht. Jetzt hau ich dem Knüppel eins über den Kopf, du. Lass mal glauben. Ist ein bisschen. Schluch. Schluch. Kannst du wieder hochgehen? Danke. Okay.
Was? Ungerecht. Die anderen Dinger sind noch aus, gell? Also ganz zurückgesetzt hatte mich jetzt nicht beim Sterben. Das ist schon mal gut. Also das mit dem Bäumchen, das scheint zu funktionieren. Aber das normale Speichern, da ist er auch wieder, guck mal. Schleim jetzt mal an dir vorbei. Was ist denn da los? So. Man sollte ja meinen, als gescheiter Untoter müsstest du eigentlich im Dunkeln sehen können. Aber scheinbar bist du unfähig. Okay. Gebratenes, rätselhaftes Fleisch. Das Geheimnisse. In diesem tödlichen Umfeld sind Überlebenskünste von großem Leben. Vollbringer einer Heldentat. Und sie werden die Erinnerung daran gegen neue Fähigkeiten tauschen. Ein typisches Druckplattenrätsel. Ich soll eine Heldentat vollbringen. Soll ich da runterspringen oder was? Ich mache von der Open World Gebrauch. So. Wie ich wieder hochkomme, keine Ahnung. Hauptsache Abenteuer. Aber hier wurde ja schon alle Eventualitäten gedacht, dass man gleich wieder hochkommt, wenn man aus der Seele runterspringt. Das hätte es bei Oldschool-Rollenspielen früher nicht gegeben. Ah, guck mal. So. Oder ich mach's einfach so auf. Verlorenen Kobolds. Aha, hier könnte ich auch was hinpflanzen. Von diesen Samen habe ich ja mehrere, okay. Ein rostiges Kurzschwert hier, das ist geil. Drücke Left für einen leichten Angriff, halte Left Button und lasse dahin hören. Und das ist parieren. Okay, ja, das ist doch schön. Nur eine Klinge allein vermag dich viel nicht zu retten, Schwester. Dunkelheit, Magie und die Umgebung können helfen. Denke und plane, Draupnir. Okay. Ja nun,
Was soll ich sagen? Ich sag mal so. Für eine größere Geschichte. Also jetzt zum Beispiel im dritten Teil. Kann ich so quasi gar nicht machen, weil ich nicht speichern kann. Also ich kann schon speichern, aber es bringt halt nur nichts. Also für ein Let's Play gänzlich ungeeignetes Spiel. Ich würde deswegen sagen, wir machen jetzt noch den Kampf. Und dann wird es Zeit für ein kurzes Fazit. Ja, was soll ich sagen? Das, was man halt bis dahin gesehen hat. So würde ich das jetzt mal machen wollen. Aber einen Kampf haben wir noch, weil das ist ja auch spannend. Ach so, anzoomen kann man auch. Was ist das denn hier? Ha! Looten ist nicht. Okay. Nun gut. Ja gut, dann machen wir jetzt an der Stelle Schluss. Zwei Teile. Und das waren jetzt ja, fast eine Stunde Spielzeit insgesamt. Was soll ich sagen? Also, es bleibt eigentlich bei dem, was ich bis jetzt schon gesagt habe. Es ist optisch ganz schick. Steuerung bleibt ein bisschen schwerfällig. Okay, kann man sich dran gewöhnen. Spielprinzip, wie gesagt, erinnert mich so ein bisschen an Dark Messiah of Might and Magic, wegen der Physik vor allen Dingen. Erinnert mich irgendwie weniger an Ultima Underworld, wenn ich ehrlich bin. Außer, dass man vielleicht hier im Untergrund unterwegs ist. Wenn dann überhaupt, würde ich eher so Ax Fatalis wahrscheinlich als Vorbild sehen. Was das Spiel so an großen Rätseln und Puzzles bringt, so wie ein Legend of Grimrock oder jetzt aktuell Bard's Tale 4, das weiß ich nicht, das werden wir sehen. Ich denke mir, hier eignen sich schon einige, also ich gehe mal davon aus, dass hier einige Rätsel drin sein werden in dem Spiel, weil hier gerade viel mit Physik gespielt wird, dass man jetzt hier zum Beispiel die Tür wegbrennen kann und solche Sachen finde ich schon nett, dass man hier grundsätzlich alles durch die Gegend schmeißen kann, dass alles sein eigenes Gewicht hat und auch seine eigene, ja, wie soll ich sagen, seine eigene Lebensenergie, denn das muss ja so sein, wenn eine Tür wegbrennt mit der Zeit, dann musst du ja irgendwie einen Wert haben, keine Ahnung, Feuer macht so und so viel Schaden, die Tür hat so und so viel Lebensenergie und zerfällt dann. Finde ich alles ganz gut. Also es ist eine, wie soll man sagen, eine wirklich spielbare Umgebung. Das ist ja jetzt auch nicht so, dass es oft der Fall ist, ne? Das meiste ist eher so, oftmals ist es eher so statisch, das Ganze. Hier ist ja wirklich quasi vieles, oder vielleicht sogar, ja, alles nicht, aber schon vieles manipulierbar. Und das macht ja auch so eine, ich sag mal, Open World eigentlich aus. Als wirklich eine richtig spielbare Welt ist. Aber es ist an für sich, auch wenn es eine ungewöhnliche Geschichte ist, nicht so, dass es noch nie in einem Spiel vorgekommen wäre. Also das kann man jetzt auch nicht sagen. Speichersystem, absoluter Müll, muss ich sagen. Deswegen werde ich jetzt auch nicht mit dem dritten Teil weiterspielen, das sehe ich nicht ein. Also da muss ich jetzt alles von vorne machen, das ist totaler Schmarrn. Ich werde das Spiel jetzt auch ohne, dass es einen Patch gibt. Ohne, dass es einen Patch gibt zum Speichersystem, werde ich das nicht weiterspielen, denn das macht für mich ja null bis gar keinen Sinn. Ja. Werden sehen, was die Entwickler noch draus machen. Also ich denke, so wie ich diese Fehlerliste gesehen habe, die da auch schon gepostet worden ist, kommen da noch einige Patches. Ein Patch wurde ja schon eingespielt, meine ich. Also irgendwas so 2 GB mäßig habe ich schon. Ich muss jetzt echt die Leiche drauflegen, das ist ja auch makaber. Also ich meine schon irgendwas 2 GB mäßig hätte ich gestern schon draufgelegt. Draufgelegt. Abgedatet, aber ja, keine Ahnung. Okay, das soll mal so mein kurzes Fazit gewesen sein. Alles andere könnt ihr euch selbst zusammenreimen. Ein Flammenkugelstab.
cool. Das heißt, er macht so Feuerbälle jetzt, oder was? Und den kann ich sogar selber noch steuern. Guck mal einer an. Das bleibt in der Luft einfach stehen. Aha. Also in dem Spiel läuft es auch nicht, also da läuft eigentlich nicht so, wie man das eigentlich denkt. Ich habe jetzt gedacht, aus dem Stab kommen Feuerbälle. Dann kommen ja auch, aber dass ich die jetzt selber werfen kann. Und so, und die dann in der Luft liegen bleiben, damit ich jetzt nicht gerechnet. Warum blendet jetzt hier nichts an? Was ist hier da? Na gut, egal. Schade eigentlich, ich hätte es schon gern weitergespielt, aber nicht unter der Prämisse. Muss ich wirklich zugeben. Und deswegen bin ich erstmal raus. Ich werde es verfolgen bis zum ersten oder so, bis zu den Patches. Und dann werde ich nochmal einen Versuch starten. Und wer weiß, ich meine, wenn das Spiel dann so gut ist, wie ich mir das erhoffe, und Bart's 10.4 zu Ende ist, warum nicht? Vielleicht gibt es noch ein Let's Play. Mit diesem Sinne, mit diesen Worten möchte ich mich verabschieden in diesem Sinne. Und danke fürs Zuschauen. Feedback ist gern gesehen. Ihr könnt auch mal eure Meinung, falls ihr das Spiel schon habt, unter das Video posten. Würde mich mal interessieren, was ihr so von dem Spiel denkt oder ob ihr euch darauf gefreut habt oder ob ihr vielleicht sogar Kickstarter-Baker seid. Man weiß es ja nicht. Ist ja alles möglich. Könnt ihr gerne mir mitteilen. Bis dahin, macht's gut und ciao.